Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Was ändert sich in meinem Leben? Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Liebe Madiana, ich grüße dich. Das ist dein Video. Und wir schauen erstmal die Karten an, was ändert sich in deinem Leben, dann astrologisch. Diese Karte dort oben beschreibt dein Gegenwart. Natürlich kann das eine erbschaftliche Situation auch sein, aber keine Angst von dieser Karte, weil dieses Bild hat eine symbolische Bedeutung und das heißt, etwas beenden oder etwas zu Ende bringen. Kann auch etwas Altes bedeuten, Erinnerungen oder dass jemand denkt an dich oder eine alte Begegnung. Eine Person kehrt wieder zurück in dein Leben. Was noch aussagen kann, Kontakt zu älteren Personen. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Diese Karte beschreibt deinen Gedanken oder worüber sollst du Gedanken machen. Auf diesem Bild erscheint eine Königin und sie herrscht über das Wasserelement und das symbolisiert das Unbewussten und symbolisiert unsere Gefühlen. Höre auch auf dein Gefühl. Du bist sehr intuitiv und auch kreativ. Zeig diese stolze königliche Haltung und sei mit deinen Werten bewusst, weil du bist diese Königin. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Diese Karte beschreibt deine vertrauten Umgebung und hat mehrere Bedeutungen. Kann sein, dass die Umgebung dich so wahrnimmt, dass du fleißig bist. Dabei vergisst du deine Freizeit und stürzt du in die Arbeit. Aber bedeutet auch eine männliche Person und dieser Mann denkt an dich, aber äußert sich nicht, sondern konzentriert auf seine Arbeit. Ist auch sehr fleißig. Die Karten haben symbolische Bedeutung und kann auch bedeuten, er arbeitet an sich selbst und mit sich selbst beschäftigt. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Diese Karte beschreibt, was sollst du verändern? Hier sehen wir die Münzen. Natürlich hat das mit Finanzen auch was zu tun, indirekt mit deiner beruflichen Situation. Und das kann ein Hinweis sein, dass du bald beruflich dich veränderst. Aber diesem goldenen Taler zeigen die inneren Werte, auch dein Selbstwertgefühl. Und da stoßt du an deinen eigenen Grenzen. Das zeigt die Zahl 9. Die Zahl 9 grenzt etwas ab. Und hier ist wichtig, über diese Grenzen hinaus wachsen, auch finanziell, auch beruflich, aber all das, was für dich wertvoll ist. Du bist es wert, geliebt zu werden. Du bist es wert, all das in Besitz nehmen, was für dich wichtig ist. Das liegt an deiner Vorstellung und auch an dein Selbstwertgefühl. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Diese Karte beschreibt deinen Gefühlen und bedeutet Veränderungen, die Erneuerungsprozesse und du befindest dich gerade in dieser Transformation. Einige Dinge wirst du abschließen, so wie die erste Karte das auch zeigt. Das kann Kontakte sein oder Erinnerungen oder Verabschieden von Ängsten
Und so kommst du immer mehr in Leichtigkeit ins Licht und dieser Engel begleitet dich dabei. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Diese Karte beschreibt dein Liebesleben oder was kannst du erwarten in die Liebepartnerschaft in die nächste Zeit. Das bedeutet Kraft. Er gibt dir Kraft, du gibst ihm Kraft. Aber hier auf diesem Bild sehen wir zwei verschiedenen Kraft. Der eine ist diese Löwenkraft nach außen und zeigt, Mut ist sehr dominant und kraftvoll und damit kannst du dich behaupten gegen Rivalen. Und im Hintergrund dieser Dame zeigt diese Zärtlichkeit. Ganz filigran ist aber auch Kraft und das ist die innere Kraft, die Überzeugungskraft. Sei davon überzeugt, dass du Glück hast in die Liebepartnerschaft und du kannst ihm auch Kraft geben. Und jetzt schauen wir die nächste Karte an. Diese Karte symbolisiert das, was dir Halt gibt im Leben. Und so wie dieser junge Mann zeigt, dieses Urvertrauen, dass alles gut ausgeht und so bleibt ihm Leichtigkeit. Trotzdem hat diese Karte auch eine andere Bedeutung. Mit Leichtsinnigkeit können wir etwas verspielen und du sollst diese Balance halten. In manchen Situationen brauchst du die Spontanität und Leichtigkeit, bei anderen Situationen sollst du alles überprüfen und gut überlegen, wie du deine Entscheidungen triffst. Und jetzt schauen wir die nächste Karte an. Diese Karte unten rechts beschreibt, wie kannst du deine Ziele erreichen oder wie stehst du in Öffentlichkeit, wo liegt deine Berufung. Und hier ist wichtig, zielbewusst sein, klare Ziele setzen, das nicht aus dem Auge verlieren und geduldig zu sein, in diesem Weg gehen. Hier ist wichtig die Konzentration. Es sind viele Angebote oder Einflüsse von außen. Aber wenn du alles anschaust, zersplitterst du deine Kraft. Bleib konzentriert. Wir haben noch eine Karte und das zeigt die Vergangenheit. Nicht nur deine Kindheit und Jugend, sondern auch die karmischen Erinnerungen und genau das, was dich stärkt, was du bewahren sollst. Dieses Schwert ist deine Stärke, symbolisiert Angstbefreiung. So wie Erzengel Michael trennt auch die Angst mit seinem Lichtschwert. Außerdem bedeutet die Luftelement deine Ideen, deinen Gedanken und auch die Kommunikation. Du kannst leicht anderen überzeugen davon, was du denkst. Außerdem symbolisiert klare Entscheidungen und Leichtigkeit. Das ist deine Stärke. Und jetzt schauen wir die Veränderungen astrologisch an. Uranus bringt immer Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse, Überraschungen, ungewöhnliche Begegnungen. Uranus bewegt sich nach indischen Berechnung in Tierkreiszeichen Widder. In dein Geburtshoroskop befindet sich Widder im 12. Lebensbereich. Und das bedeutet Rückzug, karmischen Themen, Geheimnisse, auch die geheimen Feinde, alles, was in Verborgenen liegt, zeigt auch unserer Intuition, auch diese Weisheit in uns hat einen Bezug zu unserer Seele.
Du brauchst diesen Rückzug, auch diese Ruhe, und du wirst die Geheimnisse erfahren. Saturn ist der Planet der Schicksal. Wenn Saturn wirkt, haben wir immer schicksalhafte Veränderungen, Begegnungen oder Entscheidungen. Dieses Jahr bewegt sich Saturn nach indischen Berechnung im Steinbock. In dein Geburtshoroskop befindet sich Steinbock im 9. Lebensbereich und hier hast du auch die absteigende Mondknoten Ketu in dein Geburtshoroskop, also hast du hier auch karmische Themen. Der 9. Lebensbereich beschreibt Ausland, Auslandskontakte, Reisen, aber das kann auch eine innere Reise auch sein, eine Glaubensrichtung oder Spiritualität. Rahu ist die aufsteigende Mondknoten, ein karmischen Knoten und zeigt eine neue Richtung oder ein Lebensbereich, was wir gar nicht kennen, aber wir brauchen diese Lebenserfahrung. Rahu bewegt sich zurzeit im Stier und bleibt bis März 2022 in Tierkreiszeichen Stier. Du hast Aszendent Stier und hier hast du in dein Geburtshoroskop Venus. Und das ist der Planet die Liebe, aber zeigt dich auch als Frau, deine Weiblichkeit. Und diese Aszendent beschreibt dein Auftreten, dein Aussehen, deine Ausstrahlung, so wie Menschen dich wahrnehmen. Auch beschreibt deine Persönlichkeit und hier hast du eine Art Transformation, die Erneuerungen. Du änderst etwas in dein Aussehen oder an deine Persönlichkeit und du wirst auch sehen, dass die Menschen dich anders wahrnehmen. Ketu, die absteigende Mondknoten, ist auch ein karmischer Knoten und zeigt die Vergangenheit. Hier kommen die Erinnerungen. Ketu bewegt sich in Tierkreiszeichen Skorpion und bleibt bis März 2022 hier in diesem Tierkreiszeichen. Du hast Skorpion im 7. Lebensbereich mit einem rückläufigen Neptun. Dieser 7. Lebensbereich beschreibt Liebe, Partnerschaft. Hier kommen die Erinnerungen. Dieser rückläufige Neptun zeigt auch Vergangenheit. Früher warst du vielleicht enttäuscht in die Liebe. Neptun hilft aber, die Träume zum Leben. Vorausgesetzt ist, wir glauben daran. Und diese Transformation befindest du dich gerade. Das sind die Erneuerungsprozesse, was du in die Liebepartnerschaft erlebst dieses Jahr und Anfang nächstes Jahr wirkt das immer noch. Liebe Madiana, so könnte ich die Veränderungen in dein Leben beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.